Herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin der Bibel07. Oh mein Gott, Leute. Endlich durfte ich mal meinen gewohnten Satz sagen. Ja, wie gewohnter Satz. Ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ich habe, beziehungsweise ein paar WhatsApp-Leute wissen es schon. Ich glaube, die ganze WhatsApp-Gruppe, wer es alles abgehört, weiß es. Es gibt demnächst noch zwei andere Channels. Hä? Werdet ihr euch jetzt denken? Ja, ist ganz einfach. Ich habe mir überlegt, ich möchte das so ein bisschen trennen. Ich habe jetzt ja hier auf diesem Channel hauptsächlich Babywindeln vorgestellt und vielleicht zwischendurch mal ein paar Einweg-Erwachsenen-Inkontinenzmaterial und vielleicht auch mal eine Fetischwindel da oder da. Und ich habe dann angefangen mit Stoffwindeln. Das Problem ist einfach, die meisten finden den Channel nicht, weil er so einen bescheuerten Namen hat. Und das andere ist, die meisten abonnieren mich und gehen dann wieder, weil keine Stoffwindel-Videos mehr kommen. Und genau aus diesem Grund habe ich einen zweiten Channel eröffnet. Oder einen dritten, wie man das auch immer nennen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euch, die 517 Abonnenten, glaube ich, aktuell. Oder wie auch immer. Irgendwas mit 500 sind es auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für eure Abonnenten oder für eure Abos. Und was ich euch definitiv sagen kann, ich habe mittlerweile Stoffwindeln in Kindergröße, Kleinkindergröße. Nein, sie passen mir nicht, ich brauche die für ein Projekt. Und wenn ihr wissen wollt, um welches Projekt es sich da handelt, dann guckt ihr am besten mal auf meinem dritten Channel vorbei, und zwar auf dem Stoffwindel-Lolo-Channel. Der Channel ist unten verlinkt, da geht es hauptsächlich um Stoffwindeln. Also es wird auch so sein, dass die Stoffwindel-Videos, wo jetzt auf diesem Channel hier sind, in der Playlist, wo ich euch unten drin verlinke, irgendwann verschwinden. Oder es irgendwann nur noch drin steht, Upgrade auf so und so Channel. Kann passieren, da ich die ganze Stoffwindel-Geschichte auf Stoffwindel-Lolo packen möchte. Da müsst ihr mich auch verstehen. Mir geht es einfach bloß darum, dass mich halt die Leute schneller finden, einfacher finden und einfach dann, wenn sie mich abonnieren, nur Stoffwindeln zu Gesicht kriegen. Ob Stoffwindeln für Kleinkinder oder Erwachsenen Stoffwindeln. Es wird auch demnächst, die Palette an Stoffwindeln ist mittlerweile auch groß. Das ist jetzt, ich glaube, bis 16 Kilo. Ist bloß ein bisschen klein eingestellt im Moment, bis hoch bis zum Erwachsenenalter. Es gibt natürlich ab 16 bis Erwachsenenalter natürlich noch Zwischengrößen. Die werden demnächst auf Stoffwindel-Lolo vielleicht irgendwann mal erscheinen. Und dann gibt es noch einen zweiten Channel. Und der ist gerade für zum Beispiel ein paar Leute von diesem Channel sehr interessant. Und zwar den Vlog von 007 Channel. Den habe ich ja schon mal so zwischendrin erwähnt gehabt und wollte ihn eigentlich auch starten. Hab mir aber überlegt, das funktioniert zeitmanagementmäßig gar nicht. Ja, funktioniert auch jetzt nicht wirklich, aber das muss einfach sein. Ich möchte das alles so ein bisschen trennen. Also für die Leute, die wo mehr auf Stoffwindel-Videos stehen, guckt in die Videobeschreibung, abonniert Stoffwindel-Lolo-Channel, kriegt ihr immer die neuesten Videos und die Glocke aktivieren. Wer das noch nicht weiß, ich sag das eigentlich zu oft mittlerweile. Auf diesem Channel, auf dem BB07-Channel, der wird natürlich nicht zugemacht. Auf diesem Channel wird es weiterhin Einwegprodukte geben, ob Babywindeln, Inkontinenzmaterial, Fetischwindeln oder Einwegbetteinlagen. Also alles, was halt Einweg ist, ist auf BB07. Alles, was Stoff ist, also Stoff-Wickelunterlagen oder Wickelunterlagen oder ja, Wickelunterlagen haben wir schon gehabt. Betteinlagen, genau. Das wird es mir entfallen. Also die Mehrwegbetteinlagen, das kommt alles auf dem Stoffwindel-Lolo-Channel. Und auf dem Vlog-Channel kommen halt meine chaotischen Vlogs, wenn ich mal einen Vlog drehe. Es ist natürlich so, ich muss mich jetzt erstmal reinfinden in die ganze Sache. Also ich muss jetzt erstmal gucken, wie managt man drei Channels gleichzeitig. Obwohl ein Channel ist noch ganz am Anfang, der hat gerade mal zwei Abonnenten, witzigerweise. Und der andere Channel hat 22 Abonnenten, also das hält sich noch in Grenzen. Aber wie gesagt, ich muss mich erst reinfuchsen, wie man drei Channels gleichzeitig mit Videos versorgt. Stoffwindel-Videos ist kein Problem, die kann ich Vollgas durchdrehen, weil Stoffwindeln gehen mir eh nicht aus. Die habe ich ja immer da. Und es kommen auch irgendwie regelmäßig irgendwelche neuen Geschichten. Babywindeln und Einwegwindeln, Inkontinenzmaterial, wird alle zwei Wochen weiterhin kommen. Vorerst, solange ich halt noch bei Hotel Papa wohne. Wenn dann plötzlich keine Videos mehr kommen, da ist es dann wieder sinnvoll, ihr habt den Vlog von Lolo07 abonniert und die Glocke aktiviert, weil da könnte es irgendwann passieren, dass da plötzlich mein ganzer Umzug in YouTube landet, aber nur auf Vlog von Lolo07. Also ihr müsst so ein bisschen, es ist so ein bisschen mitdenken, wenn ihr wissen wollt, wann ich umziehe und wohin ich umziehe und wie der Umzug gelaufen ist und wie alles steht, dann würde ich auf Vlog von Lolo07 vorbeischauen. Also ihr solltet dann euch schon so ein bisschen, ja,
mir die Abonnenten auch geben. Wenn man das so schön sagen kann. Also ihr solltet definitiv, wenn ihr rund um alles um mich wissen wollt, alle drei Channels abonnieren, also Babylon 07, Stoffwindel-Lolo und Vlog von Lolo 07. Vielleicht gibt es demnächst noch irgendwo mal einen vierten Channel. Ja, wer weiß. Das steht alles noch in den Sternen. Der vierte Channel wird dann aber auch erst starten, wenn ich wirklich ja, ausgezogen bin bei Hotel Papa. Und alles auch technisch mäßig funktioniert. Auch das liebe Internet. Und ich würde einfach sagen, wir haben jetzt schon wieder 5 Minuten voll. Ich würde einfach sagen, das war's jetzt von mir. Euer Babylon 07. Und ich wünsche euch einfach viel, viel Spaß bei den nachfolgenden Videos. Sei es auf dem Channel von Babylon 07, auf dem Vlog von Lolo 07 oder auch auf Stoffwindel-Lolo. Es wird vielleicht irgendwann noch mal eine Webseite darüber geben, über die ganzen Channels. Wer weiß, wer weiß. Aber wie gesagt, alle Links unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ciao, das war's von mir, eurem Lolo 07. Bis die Tage.